Meine Lieben, frohes neues Jahr 2022 von mir und... Von mir. Okay, von... Ja, wir machen weiter. Was? Wir machen weiter. Einfach noch weitermachen? Ja. Ohne Cut? Ja, ohne Cut. Okay, geil. Leute, wir wollen euch gerne jetzt so zum neuen Jahr einfach mal einen kleinen Rückblick geben zum Jahr 2021. Was hat sich eigentlich bei uns verändert? Ich möchte aber gerne mit diesem Video auch einfach dich mal anregen, mal zurückzudenken, wenn du es nicht sogar schon mit meinem Weihnachtsvideo gemacht hast, zurückzudenken, was hast du im letzten Jahr erreicht? Wo standest du letztes Jahr im Januar? Am 01.01.2021 und wo stehst du heute? Was hast du alles erreicht? Sei ein bisschen dankbar dafür, aber nutze die Zeit auch für Pläne, für deine Zukunft. Wir haben das schon hinter uns, also wir haben das nächste Jahr schon geplant. Wenn du es nicht schon gemacht hast, dann solltest du es allerspätestens jetzt machen. Wir möchten gerne euch einfach mal daran teilhaben lassen, was haben wir im letzten Jahr gemacht. Ich dann eher so auf der emotionalen Ebene, Andi auf der statistischen Ebene. Das Thema YouTube, das Thema Instagram, allgemein Wachstum von Volume Trader. Genau, und ich möchte gerne einfach so ein bisschen darauf eingehen, was haben wir umgesetzt? Was haben wir uns für Ziele gesetzt? Ich weiß noch, als wir letztes Jahr gesessen haben, haben das nächste Jahr geplant. Eigentlich haben wir viel zu klein geplant. Das war voll Quatsch. Weil so viel mehr passiert ist das ganze Jahr. Über was natürlich sehr geil ist, was wieder zeigt, was eigentlich alles möglich ist. Was uns jetzt aber den Kopf gibt und die Ziele größer zu denken. Ne? Jetzt gar nicht auf monetäre Ebene oder 0,0, sondern einfach so diese Sachen, die man selbst verwirklicht, selbst umsetzen kann und was eigentlich man machen kann, ne? In so einem ganzen Jahr. Ne? Viele unterschätzen, was man in einem Jahr erreichen kann, aber überschätzen, was sie an einem Tag erreichen können oder machen können. Und so ist es. Wir haben es deutlich unterschätzt, was man alles in einem Jahr erreichen kann. Das finde ich sehr cool. Ich freue mich, dass so viel passiert ist. Wie wollen wir es machen? Wollen wir starten? Ich würde sagen, wir machen ein bisschen im Wechsel. Ich fange einfach mal an, so mit einer kleinen Sache, was wir eingeführt haben. Und zwar, wann war das? Den Podcast? Ja. Ich glaube, im März, April haben wir den Podcast gelauncht. Ich finde, eigentlich eins der krassesten Änderungen im vergangenen Jahr, auch wenn es natürlich jetzt nichts Großes war, so was man gesehen hat. So, ich meine jetzt, ne, man, das war ja für die Community dann auch eher so. Genau, das hängt jetzt hier nicht irgendwann an der Wand, wow, Podcast, sondern es ist ja eigentlich was Stilles, aber was halt sehr viel verändert hat. Also nicht nur für uns, für mich, sondern viel für die Leute, die den Podcast hören, A Trader's Secrets, wenn du noch nicht gehört hast, dann unbedingt nachholen. Weil ich habe noch nie früher zu keinem YouTube-Video oder zu keinem Live oder zu irgendeiner Story bei Instagram so viel Feedback bekommen wie in den letzten Monaten zum Thema Podcast. Ja, weil ich dort einfach komplett frei rede. Ich habe einfach Ideen, die gar nicht nur mit Trading zu tun haben, sondern auch sehr private, die meine privaten Geschichten, Stories, Gedanken mit reinbringen. Und deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass wir das gemacht haben. Ich habe gar nicht gedacht, wenn ich Podcast-Erfahrungen habe. Ich habe einfach, wir haben angefangen, weil wir da Lust drauf hatten, weil wirklich oft nachgefragt wurde. Gerade so dieses, Markus, deine YouTube-Videos sind voll geil. Ich würde aber gerne auch einfach irgendwas haben, wenn ich unterwegs bin. Und da kann ich halt nicht dein Video schauen, sondern ich würde das gerne hören. Und dann kamen auch so Vorschläge, warum machst du nicht deine YouTube-Videos einfach mit der Tonspur und veröffentlichst jetzt als Podcast, fand ich nicht so cool. Deswegen bin ich halt auch sehr froh, dass wir es dann irgendwann umgesetzt haben, weil halt wirklich viele Leute gefragt haben. Und ja, daraus sind Themen entstanden, auch Interviews mit erfolgreichen Schülern oder Schülern, die bei uns hier beim Trading Floor waren, die einfach unglaublich waren, auch die Geschichten so für euch aufzunehmen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das Podcast-Thema eigentlich ein sehr großes Highlight, gerade für die Community, für die Leute, die mich vielleicht noch nicht kannten und jetzt dadurch deutlich besser kennengelernt haben, sich besser kennengelernt haben, ne, sie für auch so dieses Thema. Sehr schön, dass ich Stories auch über mich erzähle, über meinen Weg, aber gerade wie viele Leute das für sich genommen haben, gesagt haben, Markus, seitdem ich den oder den Podcast gehört habe, hat sich bei mir so viel verändert. Ich danke dir dafür und wow, also geil. Danke auch für das ganze Feedback an der Stelle. Genau, jetzt mag du mal ein bisschen was Statistisches. Genau, wir hatten ja letztes Jahr schon so eine Folge gehabt, dass wir gesagt haben, okay, was hat sich verändert im Laufe des Jahres bei YouTube? Es hat sich viel, viel krasser nochmal was verändert. Also allein vom letzten Jahr haben sich die Aufrufe zum Beispiel um 296% erhöht. Krass. Wiedergabezeit, also wie viel haben die Leute wirklich geguckt. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir vielleicht auch mehr Videos hatten. Aber da hat sich das um 313% erhöht. Und eigentlich das Krasseste sind die Abozahlen, die Abonnenten.
Wir hatten letztes Jahr, hatten wir im Vergleich zu dem Jahr davor, hatten wir so 2500, 2600 Abos mehr. Mhm. Dieses Jahr haben wir über 11.000 Abos zu bekommen. Geil. Überleg mal, wir sind jetzt gerade bei 17.000? Ja, fast 18.000. Wir sind fast bei 18.000. Wir haben in einem Jahr, meinen YouTube-Kanal gibt es seit Oktober 17, glaube ich. Ja. Und jetzt in einem Jahr haben wir 11.566 Abonnenten gemacht. Das ist halt richtig heftig. Krass. Krass. Na, wir hatten jetzt, Stand jetzt, wahrscheinlich ungefähr 74 Videos, je nachdem, wann man das jetzt guckt oder wann das jetzt veröffentlicht wird. Also wir haben es jetzt gerade am, heute ist der 2. Dezember, genau, wenn wir das Video aufnehmen für euch, extra schon ein bisschen vorgeplant, kommen noch zwei, drei Videos dazu, 74 genau. Videos zum heutigen Tag. Ne? Genau, ist halt auch einiges. Mhm. Ja. Und ich will mal ganz kurz so die Top-Videos nennen, weil wir hatten natürlich auch ein paar Highlight-Videos gemacht, also Sachen, die wir auch sonst nicht gemacht haben. Das war auch ein bisschen so mein Anspruch, dass wir vielleicht auch mal neue Sachen ausprobieren. Und das sieht man auch bei den Top-Videos. Also wir haben zum Beispiel Trade Republic und auch eTower getestet. Das waren sehr aufwendige Videos, die auch über mehrere Tage gingen. Auch im Schnitt sehr aufwendig, das waren ja auch sehr lange Videos. Ja. Aber richtig cool, die kamen auch sehr gut an. Und generell die Videos im Bereich Krypto kamen auch ganz gut an. Ja. Ja, genau, da war Platz 2 ist zum Beispiel die beste Krypto-App für Anfänger. Die das Video. Wäre? Du hast mehrere genannt. Genau, aber, wir haben keine Finale genannt. Aber Bitpanda war ja, glaube ich, somit die beste. Du meintest, dass die sehr einsteigerfreundlich ist, aber natürlich sehr hohe Gebühren hat. Aber da, ich glaube, da hast du ein paar genannt, damit man das halt nicht festlegen muss. Ja. Ich gehe mal wieder ein bisschen was in die emotionale Richtung. Was hat sich bei uns verändert? Allgemein bei mir oder bei uns, was ich jetzt hier gerade auf der Liste sehe, ist auf jeden Fall, was sich bei uns verändert hat, das Thema Mitarbeiter. Letztes Jahr, als du das Video vielleicht geschaut hast, wenn du mir schon gefolgt bist, waren wir Andi, Dejan, Denise, Selina, ich, Daniel. Genau. Ja. Ne, Daniel war damals immer so, dass er meint hat, komm, ich mache von zu Hause, ich unterstütze dich sehr gerne. Deswegen habe ich Daniel als letztes gesagt, das ist natürlich der Wichtigste für mich, weil ich ihn seit über 20 Jahren kenne, mein Freund. Und mein bester Freund, jetzt nicht auf der Gay-Ebene, wer mich vielleicht nicht kennt, weißt du. So, Markus, Daniel, mein Freund, der ist ja schwul, hat über 20 Jahre im Grunde bester Freund. Genau, und das hat sich verändert. Daniel ist zum festen Bestandteil geworden dieses Jahr. Ja. Ich habe ihn endlich überredet bekommen. Ich glaube nicht, was das für eine Arbeit war. Okay, du weißt es auch selber, ne? Ich weiß es auch. Ich habe ihn endlich dazu bekommen, fester Bestandteil zu werden und im Grunde dafür auch natürlich diese Wertschätzung zu bekommen, die ich finde, die er auch verdient hat von meiner Seite aus, dafür, dass er schon so viele Jahre an meiner Seite ist, auch hier in der Ausbildung natürlich. Dann kam der Jonathan dazu. Den habe ich reingebracht, mehr oder weniger. Genau, ihr kennt euch woher? Aus der Uni-Zeit, wir haben zusammen studiert und ich kenne ihn, ich weiß, er ist zuverlässig, arbeitet auch hart, hat ein krasses Mindset und oh ja. Dachte ich, ja, da würde ich hier reinpassen. Mhm. Ja, kennt sich auch mit Marketing gut aus und da haben wir auch in der Zeit jemanden gesucht. Mhm. Obwohl er mittlerweile was anderes macht. Ne? Also ja. Er hat sich super entwickelt, er kam damals zu mir und meinte, Markus, ich will das erreichen, ich habe keine Lust, nur nach 15 Arbeit zu machen, sondern ich habe richtig Bock, hier zu wachsen, was ich sehr geil finde. Ja, ich schätze den Jonathan sehr dolle und deswegen haben wir natürlich auch geschaut, welche Positionen können wir ihm geben, dass er sich auch weiterentwickeln kann und er ist jetzt, ja, wenn du schon mal mit uns auch telefoniert hast, er ist im Grunde einer der Jungs, der sich sehr gerne die Zeit für euch nimmt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch dazu entscheiden möchtet, in eine unserer Ausbildungen einzusteigen und aber dafür halt nochmal gerne mit uns persönlich sprechen möchtet. Dafür ist Jonathan da, weil er sich komplett mit uns auskennt. Ne? Er hat sich mit den ganzen Themen intensiv auseinandergesetzt und deswegen freut er sich immer, mit seiner lockeren, mit seiner ehrlichen Art, aber auch authentischen Art, euch zur Seite zu stehen. Ne? Dann Safo. Ich kenne ihn von meinem Stammrestaurant, vom Esorizo, wo ich ja immer schon hingehe. Der meine Instagram-Stories kennt, weiß es, dass ich 100 Mal am Tag da bin, jetzt gefühlt. Schön abgeworben. Genau, habe ich abgeworben, weil ich einmal gesehen habe, er ist super engagiert, super dahinterher, super freundlich, sehr familiär, sehr liebevoll. Wo ich dann irgendwann meinte, Mensch, hast du nicht Lust, vielleicht sogar bei mir was zu machen? Und er kümmert sich ja um alles drumherum eigentlich. Also Backoffice, ne? Backoffice komplett, ja. Genau. Martin. Der Martin ist, der unterstützt mich beim Thema Social Media, beim Thema Content posten, beim Thema auch Kommentare beantworten, wenn er neue Beiträge postet, dass er auch dann in die Kommentare reinschaut, wenn ich nicht hinterherkomme. Bei YouTube das Thema Kommentare managen und all diese ganzen Sachen. Also komplett Social Media Manager, wo ich sehr, 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 sehr froh darüber bin, dass wir Martin für uns gewinnen konnten. Er ist ein Teil von. Entlastet mich ja quasi, das habe ich ja vorher sonst gemacht. Genau. Ja, und das ist echt. Genau, dann kannst du dich halt mehr auf das Thema Videos und alles konzentrieren. Ne? Und Contentplanung, ne? Diese Tests, eToro, Krypto-Apps, Trade Republic und so, das sind ja alles Sachen, die auf Andis
Mist, ja nicht Mist gewachsen, ja, sondern in Andis Kopf gewachsen sind und hätte nicht Zeit dafür gehabt. Genau, oder generell Ideen, was man so machen kann. Ne? Genau. Auch für Reels und sowas, ne, was bei IG kommt. Genau, und dann für mich noch sehr wichtiger Bestandteil und sehr, sehr wichtige, gute Freunde geworden sind, ist der Matt, die Victoria und der Sam, Geschäftspartner von mir mittlerweile, aber nicht nur auch in diesem Bereich, sondern auch in anderen. Das ist mehr was Persönliches für mich, aber trotzdem für mich eines der wichtigsten Dinge überhaupt in dem Jahr, wo ich sehr stolz drauf bin und einfach einmal ganz kurz hier genannt haben möchte. Bevor du gleich auf YouTube eingehst, bei YouTube viel mehr Themen, nicht nur reines Trading, nicht nur Mindset-Tipps, Erfahrungen und das Thema Erfolg, sondern wir sind auch jetzt reingegangen in das Thema Krypto, ne? wo wir YouTube-Videos zum Thema Kryptos gemacht haben, IG-Insights, in meinen Stories gebe ich viel, in meine Krypto-Gedanken, in meine Analysen gebe ich euch bei Instagram mit. Wir sind im Moment dabei, eine Krypto-Schulung aufzubauen und ja, das ist halt sehr cool, ne? Ich habe euch Einblicke in meine Wallets gegeben, meine Portfolios und so. Genau, dann erzähl du nochmal das Thema, was du gerade meinst in der Zielgruppe. Ja, nur ganz kurz, also wir hatten jetzt, der weibliche Anteil ist jetzt gestiegen. Oh ja, auch in den Schulungen. Ja. Auch in den Schulungen. Wir hatten gerade einen Trading Floor letzte Woche hier, wir haben normalerweise 12 Teilnehmer. Einer hat abgesagt, es wäre ein Mann gewesen, wir hatten 7 Frauen hier und der Rest waren dann Männer, ne? Das war total krass. Das wäre vorher nie vorstellbar gewesen. Nee. Aber es ist cool. Und es hat sich ein bisschen was verschoben von der Zielgruppe vom Alter her. Und zwar sind jetzt eher mehr Jüngere noch reingekommen. Mhm. Also wir hatten vorher so 16%, 18- bis 24-Jährige. Jetzt sind es halt schon 20% und das hat sich ein bisschen verschoben. Mhm. Ne, und ansonsten auch mehr aus Österreich und Schweiz, mehr Zuschauer. Geil, sehr cool. Genau, richtig cool, dass wir da nochmal so ein bisschen noch was bekommen. Mhm. Ansonsten, das war so das Wichtigste. Du gehst gleich mal auf Instagram ein, da habe ich ja gerade ein paar Sachen erzählt, falls du noch mehr kannst, ansonsten sage ich das gleich. Eins meiner Träume war so dieses Thema mehr Reisen, was ich dieses Jahr definitiv gemacht habe, was teilweise sehr positiv war, teilweise auch ein bisschen negativ verbunden war von Emotionen her, weil ich habe natürlich, wenn ich mit meinen Geschäftspartnern unterwegs war, wir waren auf Kreta für eine ganze Woche, meine Familie nicht dabei gehabt. Ich habe mich weitergebildet dieses Jahr, nicht nur online, sondern diesmal bin ich auch zweimal zu einem Seminar hingefahren, im September und auch im November. War ich auch jeweils 7 Tage ohne meine Family. Für mich hat es sehr viel gebracht. Für die Zukunft wird es sehr viel bringen, für meine Community wird es sehr, sehr viel bringen. Deswegen habe ich die Schulungen auch gemacht. Aber halt Familie ist da dann hinten angestanden, was aber auch okay ist, weil ich natürlich für die Zukunft denke, was es alles mir und auch euch als Community bringt. Ne? Wir haben eine neue Homepage. Ja, das hat sich alles, also eigentlich so dieser ganze Auftritt hat sich verändert. Auch ja. IG, alles viel professioneller, viel cooler geworden. Wir haben bei Instagram haben wir jetzt Slider mit drin. Wir haben viel Reels, wir haben IGTV-Videos, wir haben nicht nur noch Fotos, sondern wir legen dort halt sehr viel Wert drauf, dass wir viele unterschiedliche Sachen euch bieten können, dass ihr auch sagt, Mensch, ich habe Bock auf Markus' Profil zu gehen und kriegt da einmal was mit. Ne, ob es Spaß ist, ob es wirklich richtiger Content ist, ob es Learning sind, kleine Erkenntnisse oder was auch immer. Also der größte Erfolg eigentlich, ne, dass du endlich die 10.000 bei IG geknackt hast. Ich habe 10.000, ich habe jetzt sogar 15.200 Abonnenten. Jetzt kannst du dieses Follower. Slide abmachen, ja. Genau, also das war eines der größten Ziele, ja. dass ich die 10.000 irgendwann knacke und mittlerweile sind es sogar 15.200. Die 10.000 haben wir geknackt, als ich im September bei dem Kurs in Hamburg war. Mhm. Also im September 10.000 knackt, jetzt ist es gerade Anfang Dezember, der 2. Dezember und wir haben die 15.000 geknackt, was saugeil ist. Ja. Eins der Dinge, wo ich so dermaßen stolz drauf bin und ja genau, allgemein Instagram. Ich weiß noch, ich hatte letztes Jahr hatte ich mal das Commitment, bin ich eingegangen, also 2020, wo ich meinte, ich möchte viel mehr auch bei Instagram aktiv sein. Und dann habe ich mir natürlich jetzt wieder so erzählt, ich möchte dieses Jahr noch mehr, ich möchte einfach noch mehr ich selbst sein, noch mehr euch mitgeben in den Stories und so. Und ich finde, da habe ich auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, noch deutlich mehr zu machen, deutlich realer zu werden. Aber ich setze mir auch dafür das Ziel, ja jetzt, für 2022, ich setze mir das Ziel und ich werde es auch so machen, dass ich euch noch viel mehr daran teilhaben lasse. Deswegen werde ich auch nochmal Umfragen machen. Mich interessiert es einfach, wollt ihr halt viel Tipps, Content von mir bekommen oder sagt ihr auch, komm Markus, lass uns einfach mal an deinem Leben teilhaben. Ich mache das nicht so normal, weil ich sage, was mein Leben ist jetzt nicht so was Besonderes, dass ich euch das zeigen muss, aber man kennt es ja. Ich gucke auch von anderen Leuten gerne, was machen sie? Ne? Was machen sie so den Tag? Einfach, weil es interessante Menschen sind. Jetzt nicht von irgendjemandem, sondern wirklich sehr interessante Menschen, die auch was erreicht haben, was für mich halt wichtig ist, einfach so Inspiration zu bekommen. Deswegen könnt ihr auch gerne hier in die Kommentare schreiben, werde ich auch bei Instagram fragen. Dann könnte ich auch viel mehr Stories machen, wenn ich nicht mich immer nur darauf konzentriere, was kann ich euch jetzt wieder mitgeben, sondern einfach sagen, komm, guck mal, das machen wir gerade. Ich lasse euch daran teilhaben. Oh ja. Wir hatten einige neue Ads geschaltet. Werbekampagnen, ne? Genau. Und da war ja eine krasse Ad.
mit der Synchronstimme von Bradley Cooper. Das war auch ein cooles Erlebnis. Ja, genau. Also das war, die komplette Produktion war sehr aufregend, sehr spannend, weil wir, ich habe dort auch mit einem großen Kamerateam zusammengearbeitet. Da war ich auch zwei Tage, glaube ich, in Hamburg, wo wir das alles produziert haben. Dann haben wir uns die Synchronstimme von Bradley Cooper sichern können, haben im Grunde eine Werbung aufgebaut im No Limits Style, ohne Limit. Das ist im Grunde der Film mit Bradley Cooper damals und wir haben das komplett so aufgebaut, deswegen war es halt saugeil, dass wir die Synchronstimme dafür bekommen konnten. Wir haben es erzählt, im Grunde wer wir sind. Trading ist in Deutschland ja allgemein noch nicht so ein cooles Thema bis heute, da werden wir auch dran arbeiten. Deswegen war es halt umso cooler, dass wir Bradley Cooper davon überzeugen konnten, dass wir cool sind, also für ihn cool sind, dass er sich damit identifizieren kann, dass er seine Stimme uns gibt. Ne? Da haben wir auch übrigens noch ein eigenes YouTube-Video zu gemacht, kann man sich dann gerne mal anschauen. Genau, mal einblenden, könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen zu dem Thema. Genau, das war es eigentlich von den Änderungen, Veränderungen. Es waren natürlich noch viele Kleinigkeiten. Genau. Es steht für mich jetzt auch eine sehr große Änderung bevor. Ja, es ist jetzt gerade noch Dezember. Ihr im Januar werdet es schon wissen. Die größte Veränderung in meinem Leben überhaupt. Ja, also ich verlasse meine Komfortzone tausendfach jetzt gerade. Das ist sehr krass. Aber ich freue mich auf das neue, auf die neue Herausforderung, auf das neue Abenteuer. Und bin auch ein bisschen stolz für meine Familie oder dass meine Familie im Grunde das alles mitmacht, dass sie sich genauso damit so identifizieren können, Spaß haben, sich freuen und deswegen, die Zukunft wird einfach nur krank, Leute. Ja, die Zukunft wird für uns krank, die Zukunft wird für mich natürlich mit meiner Familie krank, die Zukunft wird aber für euch krank, weil ihr ein Teil meiner Community seid, unserer Community seid und wenn ihr einfach mitmacht, wenn ihr euch inspirieren lasst, wenn ihr einfach Gas gebt, Leute, es gibt keine Grenzen. Ja, und das haben wir dieses Jahr mal wieder doppelt und dreifach gemerkt. Es gibt keine Grenzen im Leben, Leute. Ist alles erreichbar, wenn ihr das nur wollt. Achso, ich bin Forbes Council. Ich bin ins Forbes aufgenommen worden. Ich bin ein Forbes-Fachmann, der im Forbes und im Online-Forbes im Grunde auf der Online-Plattform, wie nennt man das, auf der Website und so, im Grunde seine Meinungen geben kann als Finance Council. Es gibt nur drei Forbes Finance Council in ganz Deutschland. Ich wurde dort aufgenommen. Ich bin auch schon in der Printausgabe. Wir warten immer noch darauf, dass sie geliefert werden Anfang Dezember. Ich hoffe, sie werden jetzt bald geliefert. Dass ich sogar in der Printausgabe als Porträt drin bin, aber auch im Grunde über das Thema Volumen Trading spreche. Was ultra krass ist, ja. Das hätte ich ja niemals gedacht, dass sowas jemals möglich ist. Und es werden auch noch viele andere Publikationen, sagt man das so, folgen jetzt. Nächstes Jahr, dieses Jahr 2022, werde ich auch auf die Bühne gehen, höchstwahrscheinlich. Da mache ich mir die Hose jetzt schon, wenn ich dran denke. Aber Komfortzone, Freunde. Ja. Hast du noch was zu sagen? Nee, das war's. Ist, glaube ich, auch schon ganz lang geworden, das Video. Ja, viele Themen angesprochen. Ihr seht, was man alles verändern kann, was alles möglich ist in einem Jahr. Ihr könnt euch sicher sein, es ist noch viel mehr möglich. Für uns war das im Moment gerade das, was für uns jetzt möglich war. Ja, aufregendes Jahr auf jeden Fall. Aufregendes Jahr. Und jetzt kommt 22 und das wird nochmal alles doppelt und dreifach toppen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hat euch vielleicht sogar ein bisschen inspiriert. Weiß nicht. Oder auf jeden Fall Informationen mit auf den Weg gegeben. Infos, die euch vielleicht interessiert haben. Und lasst uns einfach gemeinsam reinstarten jetzt. 22 wartet auf uns. Lasst es zu unserem Jahr machen. Ja, lasst uns unsere Komfortzone verlassen. Lasst uns an unseren Zielen arbeiten, unsere Ziele erreichen, unsere Träume im Grunde erweitern, Träume erfüllen, neue Träume bekommen. All das ermöglichen für uns. Oder zumindest, natürlich, wenn es riesengroße Ziele sind, ist es nicht uns ermöglichen, sondern auf jeden Fall einen großen Schritt gehen. Ja, einen großen Schritt in die Richtung unserer größten Ziele gehen, alles dafür tun und einfach Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Je mehr Spaß du hast bei den Dingen, die du liebst, desto schneller wirst du vorankommen. Fakt. Ne? Stimmt. Ich wünsche euch was. Bis denn. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.